Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift 2 Unleashed. Wir machen jetzt hier das dritte Rennen. Ich habe das übrigens mal fertig gemacht. Und da habe ich gerade noch versucht, die Rundenzeit zu unterbieten. Aber das Beste, was ich hingekriegt hätte, wären so 1,56, 1,55 vielleicht. Habe ich nicht geschafft. Ich habe jetzt 1,56 irgendwas geschafft, glaube ich. Wir fahren jetzt das hier. Mount Panorama in Australien. In Australien kenne ich nur eine Rennstrecke und die war extrem geil und die wird für den Acura NSX gar nicht mal so gut sein. Achso, und ich habe gesehen, dass das hier sequenzielle Schaltung ist, deshalb fahre ich jetzt doch mit Schaltwippen. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Und dieses Ding hat übrigens ein richtig geiles Drehzahlband. Der hat Gefühl, Leistung bis in den letzten Zehenspitzen. Also den kannst du richtig geil ausdrehen. Mir ist klar, dass er dann keinen Drehmoment mehr hat, aber Junge, wozu gibt es wohl Hochdrehzahlautos? Das würden sie ja nicht bauen, wenn das keinen Sinn hätte. Und das hier ist ein Hochdrehzahlauto, ganz klar. Ne? Er dreht 8,5 oder so. Oder 8,6 oder so ist begrenzter, glaube ich. Alter! Der Typ hier geht übrigens schon die ganze Zeit richtig auf den Sack. Der ist die ganze Zeit Erster. Ich wüsste gern, was das für ein Auto ist. Was der jetzt gerade neben ihm fährt. Bin mir nämlich nicht ganz sicher. Shit! Okay, der fährt hier aber actually ziemlich gut. Also deutlich besser, als ich gedacht hatte. Der Grund übrigens, warum ich dieses Auto jetzt auch mit Schaltwippen fahre, ist, dann muss ich mich nicht darauf konzentrieren, die scheiß Gänge zu treffen. Weil das ist eigentlich mein größtes Problem auf dem, auf der Schaltung. Wenn ich da so einen Shifter hätte, wie er da hat, ne, einfach nur von sich, zu sich ran oder von sich wegstoßen. Scheiße, lass dich ja kaum bremsen! Habe ich nicht ganz drüber nachgedacht, dass er kaum bremsen hat. Aber man muss ihn auf jeden Fall eine ganze Ecke früher bremsen als den, Nizzan. Nizzan fährt hier übrigens auch mit, oder ist zumindest eben in den Rennen mitgefahren. Wo ich mir dann auch so dachte, okay, realistisch gesehen wird er uns komplett verblasen. Weil ich werde hier auf keinen Fall die Rundenzeit von Nissan schlagen. Wenn ihr die noch im Kopf habt, schreibt die gerne mal jetzt in die Kommentare. Ich fahre hier gerade eine 2.13. 13 Sekunden weniger könnte eng werden auf der Rennstrecke. Weil Startziel auch so unverhältnismäßig kurz ist. Naja, da könnte man einen tiefer gehen. Ja, schön, wenn du mich nicht geradeaus weiter schiebst, du Arsch. Jedenfalls sind wir schon mal Dritter. Auf jeden Fall liegt das Auto auf der Straße wie nichts Gutes. Was ist in einem Honda NSX drin? Also was gehört hier für Motor rein? Ich habe eben mal gegoogelt nach Preisen, hab ganz schnell die Seite wieder geschlossen. Gab's, glaube ich, auch nicht so viele von den Kisten. Fahr doch. Ist auch ein NSX, oder? Bin mir da ehrlich gesagt unsicher, weil ich die Kiste nie von hinten sehe. Ah, müsste auch ein NSX sein. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Achso, ja genau, ein NSX, ja, 80. Plus, plus, plus. Gut, das war jetzt gar nicht mal so geil. Da bin ich sehr weit abgekommen, weil ich ihn nicht rammen wollte. Auf meinem Mikrofon-Popschutz hat sich ein Haar verirrt, deshalb kitzelt mich das am Näschen. Ich relativ nah am Mikrofon sitze.
Okay, wir schaffen auf jeden Fall nicht eine Runde lang führender zu sein. Aber erster können wir noch schaffen. Öltemperatur von 66 Grad kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen bei der Fahrweise hier. Okay, das war jetzt aber auf letzter Rille. Der dämliche Dodge schafft hier aber auch richtig was, ne? Ich glaube, bei dem ist halt einfach Hubraum durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Alter! Warum parkst du denn hier? Kann entspannt langhämmern. Weil ich sagen muss, dass die Karre auch echt hart geil auf der Straße liegt. Also da kommt nicht mal unser Nissan hinterher. Klar, Leistung fehlt der Butze ohne Ende. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr darauf geachtet, was es hier an Leistung fährt. Ist ja das letzte Mal, dass wir den fahren. Also das letzte Rennen, danach bauen wir erstmal einen neuen. Aber auch nicht darauf geachtet, was der an Topspeed fährt. Eigentlich wollte ich alle zwei Rennen wechseln. Aber der hat mir actually so gut gefallen, weil er so gut fährt. Oh, 3,25 Topspeed. Plus, minus ein bisschen. Tippen wir darauf, dass es ein reines Heckauto ist. Kein Allrad. Ich habe aber keine Ahnung. Wir können gleich mal nachgucken. Wird ein etwas längerer Part, denke ich. Nice. Wahnsinnig gut gefahren, Mann. Echt gut. Ja, muss sagen, die letzte Runde war echt nett gefahren. Okay, das andere war kein NSX. War es ein BMW? War es ein M1? Das war nämlich mein anderer Thought. Dass es vielleicht ein M1 Procar ist. Nice. Ja, genau. Und für die nächste. Hier machen wir nur ein Rennen. Das heißt, wir machen das eine und davon eins. Außer das Auto fällt komplette Katastrophe. Dann mache ich nur eins. Ja, ich guck mal. Wir bauen jetzt auf jeden Fall erstmal ein anderes Auto. Und wir gucken mal kurz nach dem BMW M1 Procar. Chill. Boah, bin ich mir echt unsicher. Es könnte auch alles andere gewesen sein, gefühlt, was es in Alt gibt. Was machen wir als nächstes? Hat ein Capri... Gibt es vom Capri einen Werkswagen? Nehme ich auch hart Bock drauf. Hm. Gucken wir mal durch, was es sonst noch so gibt. Ich auch einen alten Jaguar-Werksrennwagen bauen, ne? Ah, schade, es gibt keinen alten Lamborghini. Ich würde sagen, wir bauen erstmal einen Ford Capri. Die sind nämlich auch nicht teuer. Zurück? Wieso? Hä? Ah, darf man nicht. Ah, ist ein Gruppe 4 Auto. Darf man nicht tunen. Okay. Das hatte ich Code. Dann nehmen wir. Warte mal, war unser Alpha eigentlich schon? Das ist jetzt kein altes Auto, ne? Aber. Das war schon ein Werksrennwagen, ne? Nee, war das nicht. Aber das ist kein altes Auto und ich wollte alte Autos fahren. Wisst ihr, was wir machen? Wir bauen unseren Lunch hier um. Hallo. Wie wär's mit dem Werksumbau? Ja, schön. Und ich wollte noch gucken, was der Acura an Leistung hat. Ja, der hat schlappe 748 PS. Und man müsste auch... So, wenn ich so mache... Nein!
Entschuldigung. Ganz kurz. So, da sind wir wieder. Jetzt können wir nicht mehr sehen, was es ist. Der Acura ist ein US-Auto. Obwohl es eigentlich ein Honda. Also ein Acura ist ein Honda, oder? Ein Honda NSX ist ein Acura NSX. Oder ist Acura das amerikanische Honda? Weil US verstehe ich nicht. Ich würde sagen, es ist ein Japaner. Oder Asien. Ja. Baujahr 2005. Mitte V6 und Heckantrieb. Gut. Wir haben jetzt hier natürlich unseren wunderschönen Delta HF Integrale Evolution. Mit vorne 4-Zylinder All-Wheel Drive, was nicht richtig ist, würde ich sagen. Weil eigentlich ist das doch ein Heck- oder Mittelmotorauto. Ach ja, ist dann nur als Gruppe 4, okay, als Werkswagen wahrscheinlich noch nicht. Gut, aber der hat jetzt, glaube ich, definitiv wieder Handschaltung. Hab nicht auf die Leistung geachtet übrigens. Aber ich sehe schon, der ist drehfreudig. Oh Gott! Fahr doch! Okay, danke für gar nichts. Okay, fährt sich ungefähr 100% anders. Ich sollte nicht dauernd Autos wechseln, aber... Das ist doch, dass es Spaß macht. Ist die Lampe da dafür, wann der Turbo Boost macht? Ja, die Kiste geht gut nach vorne. Allrad ist auch sehr schön. Aber ist natürlich sacklangsam im Gegensatz zu dem NSX eben gerade. Ja klar. Ich komme hier nicht, Alter. Wenn ich mir so angucke, was unsere Konkurrenten sind, ist das Auto hier auch maximal lächerlich, weil es halt uralt ist. Aber ich komme auch zum Fick nicht an diesem Auto vorbei. Die beiden Porsches übrigens vor uns habe ich. Nee, warte mal, ist das andere überhaupt ein Porsche? Ich sehe nur ein weißes Heck. Wenn ich ganz ehrlich bin. Da wollte ich nicht in die 4 schalten. Komm. Alter. Das macht meine Bremse und das ganze Fahrwerk hier leider nicht mit. Ist ja schon schnell zu fahren wie der hier. Durch die Kurven, Alter. Ja, der geht echt gut durch die Kurven. Für so ein altes Auto. Das ist ein BMW, oder? Ich bin mir komplett unsicher, was das für eine Kiste ist. Ja, ist ein BMW Z4 oder so. Junge, Junge, Junge. Ja, bald dürfen wir GD1 fahren. Ich habe euch gerade die Cutscene mal erspart, weil ihr werdet die nochmal sehen und, weiß nicht, zweimal sehen. Ist immer ungeil. Meiner Meinung nach, alter Schwede. Das ist schon eine wenige Konzentration hier drin. Muss aber sagen, wir fahren gerade echt gut. Ich habe gerade mein Lenkrad fast wieder abgebaut. Ich freue mich auf meinen neuen Tisch. Da wird das Lenkrad nämlich deutlich besser drauf sitzen. Allgemein freue ich mich schon richtig hart auf meinen neuen Tisch. Den fange ich nächste Woche wahrscheinlich an. Da muss ich noch zu Dennis quasi, da wo Dennis wohnt. Also nicht Zuschauer Dennis, sondern Assi Dennis. Und mir eine schöne Eichenbohle da beim... Ich denke, es ist ein... ein Sägewerk. Also irgendwie so ein privater Fuzzi, der wahrscheinlich ein Sägewerk hat.
Der verkauft die Dinger nämlich auf eBay Kleinanzeigen relativ günstig. Zumindest hoffe ich, dass es relativ günstig ist, weil ich habe kein 1500 Euro für den Tisch über. Alter Scheiße, nein! Okay, das war's. Mit der verlangen Geraden. Kriegen wir denn nicht? Alter, knapp, ey. Sauber, du bist aufs Treppchen gefahren. Ja, aber knapp, nein. Leider, ey. Hey, ja, genau, Alter. Das war eng. Muss ich ehrlich sagen, vierte Runde war die beste. Und zwar mit großem Abstand eigentlich sogar. Gut. Schade. Hätte ich besser machen können. Oh, ist hier scheinbar so ein Dingens. Dann fahren wir vielleicht doch nur einen. Dreht auch 8 oder so. Oder 7,5 vielleicht nur. Kann man immer so schlecht sagen bei den Karren hier, wie hoch die drehen. Wenn die kein Dingens-Display haben, kein Digital-Display. Alter. Dann kann man das immer so schlecht sehen, muss ich sagen. Ich weiß, dass er bis 9 Drehzahl-Anzeige hat, aber das dreht er im Leben nicht. Also er dreht im Leben keine 9. Ich glaube, der dreht 7,5 oder 8. Von der Drehzahl vom NSX ist er weit entfernt auf jeden Fall. Ich glaube, die hatten so, wenn die Gruppe 4 gefahren sind, ohne Restriktoren, also maximal alles was geht, hatten die glaube ich knapp 1000 PS, die Butzen. Wie sie Rennen gefahren sind, also wie sie Rallye gefahren sind, so 600 bis 800. Also je nachdem welche Zeit natürlich. Ich glaube, die sind auch eine Zeit lang mit 400 PS gefahren. Aber da waren das halt Heck- oder Mittelmotorautos. Ich meine Mittelmotor. Ich meine Mittelmotor hatten die damals. Bin mir nicht sicher, ob Heck oder Mittel, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die den Motor hinten hatten. Da würde ich drum... Alter! Okay. Da würde ich drum wetten. Aber halt nur als Rallye wahrscheinlich und nicht als Werkswagen. Wobei ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, woran die Werkswagen festgemacht haben, weil ich habe jetzt eben mal 5 Sekunden gegoogelt. Ein Acura NSX gab es nicht als Werkswagen. Zumindest habe ich auf Google innerhalb von 5 Sekunden Suche nichts gefunden. Ich wüsste auch gar nicht, also für welche Klasse. So, ein GT3 ist doch auch ein Werksrennwagen, oder nicht? Niki, klär mich mal auf, wie funktioniert das bei Werksrennwagen? Heißt ein Werksrennwagen nicht einfach nur ein offizielles Rennauto von der Marke? Also zum Beispiel Lancia Gruppe 4, also ein Delta S4? Wäre das nicht ein Werksrennwagen im Endeffekt? Okay. Auch wenn die Dingens grün blieb, fuhr es nicht weiter. Auf der grünen Linie eben in der Kurve. Also würde mich gerade mal interessieren, wie das mit Werksrennwagen ist. Niki kennt sich da bestimmt besser aus als ich. Weil Niki kennt sich, was Rennsachen angeht, deutlich besser aus als ich. Bei mir ist immer das Problem, ich weiß von allem so ein bisschen was. So, ich kenne mich relativ gut mit Technik aus, würde ich behaupten. Also im Automobilbereich. Ich rede jetzt nicht von Elektrotechnik, sondern so von, wie funktioniert ein Getriebe, wie funktioniert ein Turbolader. Also sowas verstehe ich alles immer relativ gut. Aber so Reglements,
Also, ich kenne mich halt allgemein immer nur so ein bisschen mit allem aus und nicht perfekt mit einer Sache. Also ich kann von allem ein bisschen was und nicht zu 100%. Letzte Runde. Okay, das war doch noch zu schnell. Ich dachte, dass es vielleicht doch geht, aber nein. Leider nein, leider gar nicht. Ich glaube, die rote Lampe soll wirklich heißen, dass der Turbo an ist. Also, dass er dann wirklich Ladedruck macht. Wahrscheinlich über ein halbes Bar oder so. Oder dass er aus dem Unterdruck rausgekommen ist. Bin ich sicher. Gott, ich würde so ein Auto echt gerne mal fahren, Alter. In Most, wo wir waren, haben wir ein Delta-Integrale gesehen. Also, ob es ein Integrale war, weiß ich actually nicht. Es war auf jeden Fall ein Lancia Delta. Auch mit schönem Martini-Design. Viel schöneres Design, ganz ehrlich. Also Martini hat schon eins der schönsten Designs für Rennsport gemacht, die es so gab, meiner Meinung nach. Sowohl auf dem 155 V6 Ti als auch auf dem Delta Integrale. Das ist schon echt schön, die Designs. Ja, gefällt mir auch ganz gut. So. Welches war die beste Runde? Die letzte tatsächlich. Okay. War nochmal 400 Zoll besser als die davor. Gab es jetzt echt viele, die Delta-Integrale gefahren haben, ne? Fast alle? Ich hab die gar nicht gesehen. Gut, wir fahren scheinbar noch eins. Was ja total gut in den Zeitplan passt, weil wir schon 2 Minuten überzogen haben. Ich glaube, der ist sogar schon bei 7 in der Grenze. Ist das hier bitte eine kurze Rennstrecke? 3 Runden, das ist wahrscheinlich keine kurze Rennstrecke. Ja, ich erinnere mich daran, dass wir die schon mal gefahren sind. Ich meine, die ist nicht sehr kurz. Abendsonne ist jetzt nicht so gut. Geil. Wie kommt das, dass die ganzen Lancias gerade Zweiter waren, aber mich jetzt schon wieder nur Porsche und BMW überholt? Finde ich Avengle komisch. Hier waren wir ja eben schon mal. Prinzipiell gleiche Rennstrecke, nur Avengle länger. Also ein bisschen umgebaut halt. Sagen wir, Teile sind gleich. Oder ist das gerade eine optische Täuschung von mir und das ist gar nicht gleich? Weil ich hätte gesagt, das hier ist gleich. Und hier war dann eben Start-Ziel. Doch klar. So, komm, wir hämmern mal an dem vorbei. Wissen ja, dass wir Vollgas durch die Kurve da vorne fahren können. Mit kurz anbremsen und dann weiter durchhämmern. Und wir wissen auch, dass es hier böse runterzubremsen gilt. Ah, okay, die andere ist eine Runde früher. Von 90% Ideallinie sind wir natürlich noch weit entfernt. Also actually 5%, 6, 4, 3%. Das versuchen wir jetzt mal, dann haben wir die nämlich auf. Aber nicht darauf geachtet, was wir hier für eine Rundenzeit unterbieten müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir das mit so einem alten Auto hinkriegen. Ich bin ganz ehrlich, dafür müssen wir, denke ich mal, unseren GTR auspacken. Und einfach alles schön mit dem GTR langhämmern.
Ich glaube, so rundenzeittechnisch wird es nicht viel schneller als der GTR ist. Weil der GTR ist scheiße schnell, ey. Er ist echt zügig unterwegs. Nein, verschaltet, ey. Das ist übrigens mein Problem immer. Dass ich mich so leicht verschalte. Komm. Komm. Ich muss echt sagen, wir hängen die ganzen anderen Jungs echt gut ab. Mein Auge juckt gerade, das ist nicht gut. Mein linkes, da kann ich auch nicht einfach so dran fassen. Das ist mein Schaltern. Das ist meine Schalthand, wäre das ja kein Problem. Da könnte ich kurz jucken. Aber mit der linken jetzt rübergreifen, dann verliere ich echt viel Zeit zum Schalten. Moment. Jetzt. Danke. Besser. Ja, das könnte eine 100% werden. Hier auch schön recht nah an der Linie geblieben. Das wird die 100%. Sogar relativ klar, Alter. Wir hätten irgendwie 96% hätten wir gehabt, glaube ich. Haben wir eben auf dem kurzen Stück ab der Kurve noch 6% gemacht? Ich glaube ja. Auf jeden Fall waren wir mal entspannte 6 Sekunden schneller gerade, oder 8. Das ist eine richtig schöne Strecke zum Schnellfahren. Ich glaube, die fand ich mit dem GTA auch gut. Nachher sind wir die gar nicht mit dem GTR gefahren. Also klar, ich hätte die ganzen Rennen noch einfach mit dem GTR fahren können. Den kann ich fahren, den schalte ich über Lenkrad. Also über Wippen. Mit dem fahre ich gute Runden. Das wäre einfach gewesen, aber mei, also ich finde es ja auch schön, mal ein bisschen andere Autos auszuprobieren. So ehrlich möchte ich ja auch sein. Ich glaube, das ist auch spannender zum Zugucken. Also ganz ehrlich, wenn man perfekt gefahrene Strecken sehen will, dann schaut man sich Formel 1 an und schaut, wie die Jungs da eine Runde nach der anderen genau gleich hinhämmern. Und immer nur Avengler schneller werden, je weniger Spritze im Tank haben. Und je wärmer die Reifen werden. Ich schaue mir sowas alles nicht an, weil ich es unglaublich uninteressant finde. Einfach so perfekte Sachen zu sehen. Ich meine, ich gucke jetzt aktuell auch kein Let's Play aktiv von einem Rennspiel. Habe ich das jemals? Ich glaube tatsächlich nicht. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Doch! Nee. Lego Racers habe ich nicht geguckt. Oder habe ich Lego Racers bei Freddy geguckt? Wobei es ja auch kein Rennspiel ist. Im herkömmlichen Sinne. Ich glaube, das habe ich geguckt. Ich meine, es war Freddy, der es gemacht hat und nicht Kirschi. Okay. Also Kirschi auch, aber ich glaube, ich habe es bei Freddy geguckt. Von daher. Nice, neue Bestzeit auf jeden Fall gefahren. Geil. Ich hab 3 neue WhatsApp-Nachrichten, sehe ich gerade. Ich hoffe, das war's für diesen Part. Bitte. Danke. Skusa GP Nacht gemeistert. Redline Festival. Nice. Beim nächsten Mal bauen wir dann ein neues Auto für die Starlight Special. Bis dahin, haut rein und tschüss.